sagen, sie dürfen ein bisschen provozieren. Aber was ich viel peinlicher finde, ist, sie reden wie einer, sie sind zwar erst 30, aber sie reden, als wären sie 150 Jahre alt. Die SP hat heute nur noch reiche Wähler. Demokraten in Amerika, alle Millionäre wählen die Demokraten. Ihr seid schon lange nicht mehr bei den einfachen Leuten. Und das ist das Phänomen Trump. Dass der Trump teilweise durchaus mit primitiven Mitteln viel mehr erreicht und viel mehr macht für die einfachen Leute, die selber entscheiden können, wer für sie tut. Und ihr seid unglaublich elitär geworden. Ihr sagt im Prinzip den einfachen Leuten, oh, ihr wählt uns nicht mehr, das ist wahrscheinlich, weil ihr zu dumm sind und euch verführen lasst. Eure Tragödie ist, dass ihr nur noch provozieren könnt. Und inhaltlich habt ihr den einfachen Leuten, die ihr gerne hättet, gar nichts mehr zu bieten. Also, Markus, auf das muss ich jetzt schon. Staatsangestellte und Millionäre. Das muss man jetzt schon noch rasch reagieren. Also, erstens, wenn man die Wahlanalyse anschaut, hat die SP eine der Wählerinnen und Wählerbasis mit tiefsten Einkommen. Und zwar aus gutem Grund. Ich erinnere an den letzten Abstimmungssonntag, hat die SP im Alleingang eine Steuersenkung für die Reichen gebotigt. Alle haben uns ausgelacht, als wir angefangen haben, und gesagt, ja, das verlieren wir sowieso. Wo die CVP wollte ein paar reiche Familien beschenken, Hosuch gewonnen, weil wir gesagt haben, nein, für die kleinen Leute schauen wir. Und das ist die Politik, die die SP macht. Sie können jetzt schon sagen, wir sind elitär. Durch das wird es einfach nicht wahrer. Wir sind die Partei, die sich nach wie vor für gute Arbeitsbedingungen, für höhere Löhne setzt. Zum als Widerstand gegen die Politik der Rattenfänger. Habt ihr in der Fraktion noch Leute? Wie viele Akademiker sind ihr in der Fraktion? 95%. 95% mit höchstem Einkommen. Das stimmt doch etwas nicht. Markus, wir können gerne die Einkommen von den bürgerlichen Parteien inklusive SVP mit den Einkommen von der SP vergleichen. Und ich garantiere Ihnen, auf der rechten Seite hocken Millionäre noch und noch. Wir haben keinen einzigen. Und zwar aus gutem Grund. Wie viele Arbeiter sind in eurer Fraktion? Richtige Arbeiter. Schauen Sie, Herr Somm, das ist vielleicht für Sie schwierig zu verstehen. Vielleicht schauen wir am Schluss.